Hallihallo und willkommen zurück hier zum Let's Play Dark Cloud mit mir, dem Leviathan 2. So, wir gehen gleich in die... ins Wrack. Ja, genau, in das Wrack. Wir haben noch Sachen zu sammeln und Ebenen zu erkunden. In welcher Ebene sind wir denn jetzt eigentlich? Ich habe die letzten paar Male nicht mehr aufgepasst. In 15. Wenn ich es jetzt mit den anderen... Level vergleiche, dann müssten wir so bald auf das Ende zusteuern. Obwohl ich im letzten Part ja noch festgestellt habe, dass uns doch noch einiges fehlt. Aber wer weiß, vielleicht geht ja dann alles auf und wir kriegen jetzt eins nach dem anderen zusammen. So, wir kriegen auf jeden Fall mal ein Antiklebe-Amulett und alte Kente-Amulett. Ganze Kombo für ihn. Das mochte er auch nicht. Ich gehe jetzt hier mal mit der Ruby. Also, der blockt schon mal auch Magie. Die Medusa hat da größere Mühe. Und da haben wir schon den Haken. Das macht den Kampf gegen den... gegen den Oni unnütz. Haben schon alles, was wir brauchen. Und Handkarren Obst. Jetzt bräuchten wir nur noch den Obstladen. Eine Getränkeflasche. Eine Karte. Und es sieht so aus, als wäre der Ort dort hinten, dort wo wir zuerst hin möchten. Ja, an der Maske vorbei. An der Medusa vorbei, an der Maske vorbei. Da ist wirklich einiges an Dämonen hier drin. Dann mitnehmen. Ja, ja. Ja, ja, das war die, das war da die, dem Zelt drin. Was ich davon ausgehe, dass es ein Wahrsager-Schuppen ist. Ganz ehrlich, ich kann mir nicht... Wenn jetzt irgendwie was rauskommt, das ja eigentlich eine Masseuse ist oder sowas, dann muss ich mich zum einen entschuldigen und zum anderen bin ich dann ein bisschen baff, weil ich es nicht geglaubt habe. Oder hätte. Und auch im Moment noch nicht wirklich tue. Oh. Es ist verschlossen. Schatzungsschlüssel benutzen. Die Schatztür ist offen. Oh, warum immer eine meiner Waffen? Oh, also meiner. Ja, vom Schwert. Das Baselard ist, glaube ich, das, was im Moment so am wertlosesten ist. Jetzt nur noch schauen, dass wir hier nicht am Baselard noch irgendwas dran haben. Bearbeiten? Nee, gut. Dann werfen wir halt das Baselard weg, in Hoffnung, dass es etwas Besseres gibt als das Baselard. Und wenn es wieder ein Baselard gibt, dann haben wir noch Zeit. Ein Sachs. Gut, dann, falls das Sachs dann wirklich alles ist, was wir... nee, nicht so. Falls wir dann irgendwann wieder eine neue Waffe kriegen, dann... da ist ein Kristall, der pink strahlt. Pink, ich weiß jetzt nicht, ob hier heilig als pink dargestellt wird oder als... ja, ich denke schon, dass das hier pink ist. Oder als weiß. Wir werden es herausfinden. Eindeutig pink. Nein, eigentlich von mir aus kann sie drin bleiben für den Moment. Aber das Attribut geht wieder auf Kälte. Ist um einiges stärker ausgeprägt. So, da müssen wir sowieso nach hier hinten rennen. Und hier brauchen wir dann wieder unseren Helden. B oder voll ausgebildet. Ich. Ah. Nein, jetzt nicht schlagen. Atlas öffnen. Und verschwinden. Filler halten. Phil, ein Wand. Phil könnte dann der Typ aus der Kathedrale sein. Ich glaube nicht, dass sie mir jetzt noch am, auf Level 15 noch so Sachen mitbringen, die mir
nicht, überhaupt nichts mehr mit dem zu tun haben, was ich hier habe. Ein Schild. Das ist das, was sich Baselords Laden, Baskos Laden wünscht. Baselord ist die Klinge, die ich weggeworfen habe. Anscheinend verfolgen mich die Schuldgefühle. Und hier haben wir Susis Laden. Es geht Richtung Ende zu, würde ich fast schon behaupten. Wir kriegen wirklich nur noch Sachen, die dazu dienen, das Ganze quasi zu beenden. Also, ja, halt einfach gleich zur nächsten Ebene. Wir haben ja nichts verschwendet in dem Sinne. Die einfach dazu helfen sollen, dass wir hier das fertig machen können, was wir müssen. Eine Kanone, hä? Ja. Wir haben ja herausgefunden, dass die Kanonen nicht so gut zu sprechen sind auf Magie. Schieß. Autsch. Ah, noch genau erwischt. Naja, wir haben ja die Lebensgegenstände, um zu heilen. Wir können uns das leisten. Komm, griff an. Wieso zweimal nacheinander, dreimal nacheinander? Sonst gibt's doch auch nur Einzelschüsse ab. So, nochmal ein bisschen Leben. Schon wieder. Gefährten. Hier. Aber da müssen wir noch die Waffe wieder aufstocken. Genau gewartet. So. Ich mag den Panzer nicht, seine Schüsse sind zu schnell. Da kann man gar nicht mehr ausweichen. Pinkstrahl, das müssen wir hier wieder bei der Waffe. Das Attribut, ich finde, es ist sehr, naja, auf Englisch würde ich Inconvenience sagen. Das Ganze hier, aber jetzt so zeigt sich zum Beispiel, das Spieler klärt mir jetzt sozusagen auf eine spielerische Art und Weise, was es mit dem Attributändern zu tun auf sich hat. Trotzdem, ich kann nicht behaupten, dass mir die Art und Weise, wie es mir das zeigt, dass mir das gefällt. Der Rosenflug sollte auch gleich erledigt sein. Gibt uns Gelegenheit, wieder als Hauptcharakter zu spielen und die Atlas einzusammeln, um einfach schnell den Satz fertig zu sprechen. Obergeschoss. Und Schilder halten. Zwei Schilde, das ist das, was ich eigentlich brauchte. Eines für Baskos Laden und eines für die Susi und der schiefe Turm, den haben wir auch. Gut. Obwohl das Problem ist, dass wir den zweiten und das dritte Stockwerk haben, aber das erste fehlt uns noch. Also das ist gerade hier mit dabei. Dann Brot. Ja, das ist doof. Gleich zwei davon, oh je. Eine Karotte. Was bringt die Karotte? Fischköder. Gut. Und eine Kanone. Ich mag die Kanonen nicht. Oh. Perfekt. Genau das, was ich gebraucht habe. Kampf zwischen Schwert. Kämpfern. Ich denke, er macht das ein bisschen länger als ich, aber
Das muss ja nichts heißen. Gut, und hier können wir dann alle unsere Charaktere wieder Lanas laden. Lana war die Obstverkäuferin? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier können wir auf jeden Fall unsere Gefährten wieder auf peppeln. Gut, ja, und sie lassen wir gerade drin für die Kanone, die kommt. Waffe. Hier bin ich froh über die Piepgeräusche, weil jetzt hätte ich es eindeutig verpasst, wenn ich gepiept hätte. Scheint euch, als hätte ich hier den Höhenvorteil. Die Maske nimmt eindeutig mehr. Das möchte ich aber ausprobieren. Sie nimmt 36 normalen Schaden. Wenn ich jetzt aber diesen Dämon mit Heilig angreife, wie viel nimmt er dann? Jop, da haben wir seine Schwäche gefunden. Und vielleicht, nur vielleicht, können wir noch ausnutzen, dass seine Waffe hier ein noch viel größeres Heilig-Element-Boost hat, wenn ich mich nicht ins Falsch... Ja, 30 heilig. Das könnte hier gegen die... Ja, genau, wie gedacht. Das ist sozusagen die sehr effektive Attacke. Da haben wir gleich beide eingesteckt. Und eine weniger. Ja, Giftatem, Giftatem und Messerstreich. Mir. Na, Zauberhammer kann verbessert werden. Was braucht denn der Zauberhammer für die Verbesserung? Angriff und Geschicklichkeit habe ich wahrscheinlich beides nicht. Und Wind. Wind kann ich ihm bieten und auch Mimenbrecher kann ich ihm bieten. Also geben wir ihm Bearbeiten. Geben wir ihm... Nein, Wind habe ich gar nicht. Oh, dann kriegst du Mimen. Zweimal. Davon habe ich genug. Vielleicht reicht es dir dann sogar. Und aufrüsten. Ja. Was sagst du dazu? Reicht es dir? Ja, Meme haben wir hier genug und Meme haben wir hier genug. Das ist doch schon mal was Schönes. Jetzt brauchen wir hier einen Schlüssel, den wir nicht haben. Oder um genauer zu sein, den wir noch nicht haben. Nehmen wir wieder die Fernkämpferin mit. Ich glaube, hier ging es dann einfach runter. Ja. Komm, das machen wir jetzt. Die kriegen da Rückschlag. Jetzt nochmal. Und nochmal. Da habe ich nicht gesehen, dass er das Messer gezogen hat. Kein Problem, wir können sie dann heilen gehen. Gut. Und hier haben wir einen Haufen Truhen. Haben wir den Haken, glaube ich, immer noch nicht. Und wir haben Feuer. Das ist schon mal gut. Ich schaue jetzt, dass ich eine Waffe hinbekomme bei der Ruby, die ein bisschen alle Magien in sich trägt. Hier hinten ist nur noch eine Truhe, die nehme ich dann gern noch mit. Ja, da hat es viel von den Masken hier. Ich brauche hier nur die Truhe. Das ist dann die Karte. Nein, das ist ein kleiner Fisch. Gut. Das heißt für mich quasi, wenn jetzt hier keine bessere Frage ist, habe ich den Haken nicht schon.
Nee, den Haken habe ich noch nicht. Dann muss ich jetzt die Gegner hier besiegen. Um Giftarten bin ich nicht interessiert. Ja, deine Waffe. Ist okay, kriegst du hier drauf. Hoffentlich enthält einer dieser Gegner hier quasi die den Haken. Nicht lange fragen. Dann ist. Oh, Dans Feder ist verschwunden. Das ist eigentlich nicht das, was war. Aber dann ist dort unten wahrscheinlich der Ausgang. Und bevor ich den benutze, gehe ich nochmal. Wartet. Ist es nötig? Der hat voll und was? Ja, nein. Gehen wir einfach. Wir gehen einfach. Hier den Haken. Und dann, ja. Mit Flaschenzug zur höheren Ebene. Dann schauen wir mal, ob ich alles habe, um die Stadt zu komplettieren, oder ob mir da noch Sachen fehlen. Möge das große Bauen beginnen. Schnell. Queen selbst, einfach weil ich faul bin. Wenn mich der Feenkönig schon teleportiert, dann soll er mich ruhig richtig teleportieren. So, komm. Und schon spielen. Zuerst die Läden aufbauen, die wir noch nicht aufgebaut haben. Und ist dort eine Truhe? Graskuchen. Kuchen oder nicht Kuchen? Also Lanas Laden, der kommt hier hin. Und Susis Laden. Und hier hin. Dann haben wir alles, also den schiefen Turm. Der schiefe Turm, der kommt am besten hier hin. Hier sind keine Läden. Und dann wird zusammengebaut. Ach so, gut, dann brauche ich zuerst den zweiten Stock. Mit dem zweiten Stock kommt der dritte Stock. Perfekt, Schiffeturm komplett. Hier haben wir ein Schild und ein... Der Schornstein fehlt noch. Gut, dann werden wir es wohl doch nicht ganz... Röhre, die aus dem Dach schaut. Obergeschoss. Nee, dann ist es wohl doch noch nicht ganz komplett. Kathedrale, Junge, hübsche Junge in der Kathedrale, das ist der Phil. Dann Yayas Zelt, das wäre dann wohl Yaya. Und Stern, der auch schon Wahrsagerin. Lanas Laden. Mit zwei Obstwägen. Und hier Susis Laden mit einer Karre. Eine Lampe, ja, das ganz klar. Danach aus, das würden wir noch etwas zu tun. Ja, etwa. Wahrscheinlich werden wir noch einmal reingehen müssen. Das obere Stock wird jetzt wahrscheinlich gerade jemand sagen, dass es möchte. Zuerst Abend? Nein, Nachmittag. Ich habe jetzt gerade noch, bevor ich jetzt hier den Herrn Priester besuchen gehe, gehe ich doch lieber hier hin. Graskuchen. Was ist denn der Graskuchen? Großes Essen verbessert seine Abwehr. Gleich zwei davon? Glücklicher. Ja, dann nimm mal deine zwei. Grasküchlein. Dann hat er die... Ja. Da ist er im Nahkampf wohl der beste Charakter, den wir jetzt haben. Also, dass er nur Einzelschläge machen kann, die dafür recht hart sind. Ja, hier haben wir auch geweihter Stein. Und heilig. Ja, da gibt's einiges zu holen. Tasche. Tasche? Zum Tragen weiterer Gegenstände. Und ich kann mehr Gegenstände mitnehmen. Keine Cutscene dafür, einfach nur da. Gegengift. Hast du hier hinten auch noch eine Truhe? Nee. Gut, dann
Oh, bist du? Du scheinst einen wichtigen Auftrag zu haben, das sehe ich. Ich heiße Phil, ich bin ein Diener Gottes und der Priester der Kathedrale. Wenn ich dir helfen kann, sprich nur. Ja, eigentlich will ich nur wissen, wie dein Haus aussehen soll. Ich brauche dieses Emblem wirklich, das Symbol der Kathedrale. Es muss an der Wand der Eingangshalle hängen. Also ein Emblem. Glaube ich nicht, dass ich das habe. Wird dann aber kommen. Jetzt weiß ich, jetzt bin ich mir nicht sicher, ist die Kathedrale echt der Final, das finale Gebäude, das fertig wird mit dem Emblem und dem dunklen Geheimnis, oder? Oh. Paradiesfrucht, Meeresvertilger, Himmelstürmer, Kälte. Paradiesfrucht ist schön, über die freue ich mich immer. Paradiesfrüchten macht man mir immer eine Freude. Ich glaube, da bringe ich die Xiao auf den Stand von 100. Und gut, der Schiffeturm, der scheint nicht begehbar zu sein. Dann wird wahrscheinlich doch das Emblem der Kathedrale das letzte sein, was wir hinzufügen. Ah, ihr habt die Tor offen. Vielleicht hat er neu in der Nacht zu. Möglich. Gib mir. Kürbisflasche. Bestes Huhn. Jetzt muss ich gleich schauen. Kürbisflasche. Wir können jetzt unsere Leute richtig verbessern hier. Bin ich dran vorbei hier. Hat genug, hat genug, hat genug. Sie. Dann ist sie auf dem Level von Goro. Gut. Und du bist nicht von hier. Es ist in Ordnung. Ich mag nur keine Schnüffler. Ich bin Basker. Ich bin der ein Händler. Nett, dich kennenzulernen. Tja, du bist ja schon hier. Versuche, Queen so gut wie möglich zu genießen. Also, wie soll dein neues Haus aussehen? Mein Laden hat da ein Obergeschoss. Das muss er wieder haben. Gut, dann wissen wir ja wenigstens, wo wir das Obergeschoss noch hinpflanzen können. War irgendwie klar, da die Kathedrale es nicht wollte. Und die anderen beiden Stände sehen nicht so aus, als wäre da ein Obergeschoss vonnöten. Also kann er es haben. Sieht doch schon viel besser aus, der Laden. Kälte erhalten. Mimbrecher. Mimbrecher kriegen wir häufig. Naja, Mimen sind wahrscheinlich auch die häufigsten Gegner an sich im Spiel. Die immer da sind. Was hatten die Wahrsagerin zu sagen? Außer, dass ich Magiertod hier bekomme und einen Stärketrank. Oh Mann, ich lese in deinem Gesicht, dass dich Böses erwartet. Sei vorsichtig. Ich bin Jaja, ich bin die Wahrsagerhexe der Stadt. Schön, dich kennenzulernen. Wie soll denn dein neues Haus aussehen? Ganz wichtig ist, dass die Schlange auf mein Markenzeichen ist, die Schlange. Wenn du das vergisst, bringt die ganze Wahrsagerei nur die Hälfte. Okay, also kriegen wir hier irgendwo eine Schlange. Und dann noch zu guter Letzt die Wasser- und die Obsthändlerin. Beide bereit ausgeraubt zu werden. Paradiesfrucht. Giftapfel. Kürbisflasche. Und... Oh, du bist nicht das Queens, stimmt doch, oder nicht? Willkommen in Queens, einer Stadt mit wunderschönem Meer ummarkt. Ich heiße Lana, nett dich kennenzulernen. Okay, das ist die Obsthändlerin. Ach ja, genau, was möchtest du denn noch auf dein Haus? Ich hatte 3 Obstwägen, 2 sind nicht genug, bitte vergiss das nicht. Gut. Und dann hier noch die Kürbisflasche. Bestes Wasser. Meeresvertilger. So, gleich schnell aufleveln, was aufzuleveln ist. Wir haben Paradiesfrüchte erhalten, wir haben 2 Kürbisflaschen, eine Paradiesfrucht. Die Paradiesfrucht, die kriegt ja, Olivia. Und die Kürbisflasche, die kriegt eine der Goro. Und eine die Ruby. Ja. Dann haben jetzt alle 6, oder? Genau, alle haben 6. Ich weiß nicht, ob das das Maximum ist, aber alle haben 6. Ich glaube, ich sage, wie geht es Ihnen? Ich heiße Susi, erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wie soll dein neues Haus aussehen? Ich verkaufe Wasser, deshalb brauche ich viele Krüge und Urnen. Oh, tut mir leid, wenn du das schon wusstest. Okay, also kriegt sie hier, Krüge und Ohren. Ich glaube, sie hat hier gar noch nichts. Ihm fehlt den Schornstein, ihm das Emblem, ihr die Schlange, ein Obstwagen und eine Urne und einen Krug. Gut. Ja, sieht nicht so aus, als gäbe es hier noch viel.
gebe hier noch ein paar Bäume, um die ganze Sache ein bisschen schöner aussehen zu lassen. Gut, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir hier zurück zum großen Laden, kaufen noch schnell was ein. Brauche ich denn was? Wahrscheinlich. Reparaturpulver habe ich nur noch 2. Leben und Wasser habe ich noch genug. Gut, dann verkaufen wir ein paar Sachen, kaufen wir ein paar Sachen ein. Das gute alte Ding, ein paar Reparaturpulver eigentlich nur. Und ja, gut, ich könnte noch zum Kristall... Nee, den brauchen wir jetzt gerade nicht. Nee, passt schon. Ein paar Sachen, die wir nicht mehr brauchen, weg. Und ein paar Sachen, die wir brauchen, kaufen. Und dann hat sich's. So, also, ich brauche den kleinen Fisch nicht. Das Gegengift-Amulett ist auch eher nicht mein Ding. Genauso wie das Anti-Kälte-Amulett. Obwohl, Einfrieren haben wir hier zwar, aber nein. Wie wäre es dann noch mit einem... Ja. Und einem kleinen Fisch wieder. Die Karotte brauchen wir eigentlich auch nicht. Ein Altikette-Amulett lasse ich jetzt doch noch hier. Wir fischen ja nicht. Ich weiß nicht, wie viel das Fischen bringt und alles. Aber nee, wir fischen ja nicht. Gut. Ja, dann Kasse. Und hier noch... Das ist sicher genug. Und hier raus. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Part auch wieder mit ein. Und in diesem Sinne, hoffentlich bis dann.